was soll ich zum gestrigen Spiel noch sagen? 0-2 verloren beim VfB Stuttgart. Eine Niederlage, wie sie überflüssiger nicht sein konnte. Und allein schon die Entstehung der beiden Treffer, muss ich wirklich sagen, da frage ich mich wirklich, was eigentlich die Hintermannschaft da sich bei gedacht hat. Jutta Blenker im Tor, ganz klar, konnte natürlich an beiden Dingern überhaupt nichts machen. Das 0-1, muss ich allerdings auch sagen, hätte man auch abpfeifen sollen. Weil wirklich, aus meiner Sicht war es so gewesen, dass Milos Veljković da runtergerissen wurde. Beim 0-2, ja, so frei zum Abschluss, das kommen die wahrscheinlich noch nicht beim Training. Und ja, das war einfach gestern für mich, ja, das war gestern nichts gewesen. Und jetzt ist auch noch der Relegationsplatz wieder drin. Wenn ich jetzt mal auf die Tabelle schaue, es sind ganze 7 Punkte. Und das ist wirklich richtig wenig. Das heißt jetzt für uns auf jeden Fall am nächsten Samstag den Biene Majas den Stachel ziehen und damit dann die 40 Punkte eintüten. So, aber jetzt kommen wir doch mal eben zum Spiel von gestern zurück. Ja, was soll ich dazu sagen? Aus meiner Sicht allerdings auch das Ergebnis von hoher schauspielerischer Fallkunst beim VfB. Wenn ich allein schon diesen Tommy sehe, ne, also wie der gestern gefallen ist, wirklich war, man hat den kaum, ja, ich weiß es, man denkt wahrscheinlich ja jugendlich und so bla 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 und blub blub blub, ist mir scheißegal, aber dem hätte man durchaus auch mal eine gelbe Karte zeigen sollen, weil so oft wie der gefallen ist, wie dieser den Stern und Schwan gemacht hat, das war schon nicht mehr schön gewesen. Und jetzt mal ganz im Ernst, das 0-1. Das muss ein guter Schiedsrichter sieht das und pfeift sowas ab. Das war ein Vorspiel gewesen, sondergleichen. Ich finde, das muss wirklich war. Ja, sicherlich irgendwo auch ein Stellungsfehler gewesen von Milos Veljković, aber trotzdem muss das abgepfiffen werden. Egal wie, wir können es jetzt nicht ändern, 0-2 verloren. Ja, abhaken das Spiel und wie schon gesagt, jetzt vollen Fokus legen auf kommenden Samstag. Dann den Dreier holen gegen Borussia Dortmund und den Biene Majas. Dann erstmal wieder schön den Stachel ziehen. So, und das war's auch erstmal wieder von mir. Ich wünsche euch trotzdem noch einen schönen Sonntag und sagt nur lebenslang grün und weiß. Bis dann. Ciao, ciao.